So. Ich bin immer noch in Vivek. Immer noch ganz geflasht. Was meine Ahnen alles so getrieben haben. Und ja. Hier ist ziemlich was los. Aber ich möchte gar nicht hier sein. Ich möchte eigentlich den Schrein finden, der hier ist. Und dann von hier aus mir das letzte Heim anschauen, was ich noch habe, nämlich die große Psyk-Villa in Artaeon. Und da scheine ich noch gar nicht gequestet zu haben, deswegen frage ich mich, warum habe ich die große Psyk-Villa und wie schaut die so aus? Innen. Weil dieses Zimmer hier jetzt in Vivek, das hat schon sehr gut ausgerüstet, eingerichtet, ausgeschaut. Rein inventarplatztechnisch macht es überhaupt keinen Sinn, diese Sachen im Inventar zu lassen. Ach du Schande. Das ist mal ein Ding. Uiuiuiui. Was sind denn da für Sterne am Himmel? Anwesende 1 von 24. Bei den anderen war irgendwas von 1 bis 1 zu 2. Das heißt also, dieses Ding gehört mir. Und aber ist natürlich total leer. Ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, jemals hier gewesen zu sein. Ja, Wahnsinn. Wie habe ich denn das gekriegt? Nördlicher Flügel. Oh, shit. Okay, das ist eher so ein Gildendings. Kann es sein? Kann es sein, dass das durch die Gilde kam? Dass das vielleicht sogar der Gilde gehört? Gibt es da irgendwie die Möglichkeit zu gucken, ob das wirklich mein Ding ist? In den Wohneditor reingehe. Nee, mehr in der Übersicht. Ah ja. Guckst du. Hier ist eine Lagerkassette. Beleuchtung. Ist das das Zeug, was ich jetzt habe? Dienste. Beleuchtung. Friedliche Begleiter. Sechs exotische Tierchen. Tieren der Celeostia drin. Kamele, ja, das sind die, wo ich glaube ich eingesammelt hatte gerade. Das ist das Zeug, was ich aus der Krypta hatte. Dann habe ich hier irgendwelche Nix-Ochsen. Nein. Und aus dem Wintergarten ein paar Dinge. Ja, ist schön. Also ja, da sehe ich tatsächlich, was ich tatsächlich alles habe. Und da könnte ich jetzt was kaufen. Und hier sind die Sachen, die ich aufheben könnte. Ist jetzt keine Ausrichtung. Und dann gibt es die Einstellungen. Hauptwohnsitz, Standardbesucherzugang, Pfade, Besucher, Verband der Gildenbesucher. Okay. Ja, wollen wir hier einziehen? Macht das Sinn? Ist eigentlich viel zu groß für uns, oder? Vorplatz der Psyk-Villa. Oh, wow. Ja, schon schick hier. Aber das hält jetzt eigentlich viel zu viel auf. Also was ich tatsächlich machen möchte, ist alles, was ich jetzt nicht
platzieren kann in meinem anderen Haus, was schön ausschaut. Also den Bankgehilfen und das Lager kann ich in das andere Ding tun. Auch die Beleuchtung und auch von mir aus noch die Begleiter. Wobei die gehören da nicht hin. Ja, so ein Hund. Schauen wir mal. Und auch das kann meines Erachtens noch da in das Haus rein. Die Reittiere. Weiß ich nicht. Aber was auf jeden Fall hier nicht hinpasst, sind dieses Zeug hier. Ja. Genau. Also. Das setze ich jetzt einfach mal hier hin. Die drehe ich. Mit dem kann ich es kleiner größer machen. Schräg machen. Platzieren. Was haben wir noch? Das auch noch platzieren, so und so und so und so. Und jetzt habe ich hier so eine Art kleines dürres Wäldchen hingemacht, was so ausschaut, als ob es hier hingehören würde. Richtig? Gehört hier so hin und das Ding muss noch hier so hin. Und den Rest nehme ich mal mit. Große Musikvilla. Wie komme ich zu der Ehre? Und vor allem die Frage ist, wie komme ich denn jetzt von hier weg? Hier gibt es ja jetzt keinen Ausgang. Es gibt hier... keinen Ausgang. Ach, Taeum, keine Ahnung, zu welchem... Add-on das gehört, hat man das vielleicht automatisch und umsonst mit dazu gekriegt? Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, wie komme ich jetzt wieder irgendwo anders hin? Nämlich zum Bleistift in das andere Haus, dass ich da meine Sachen hin tue. Wenn mir gesagt, hier nach Wadenfeld, das Apartment. Kann ich da jetzt einfach auch so hinreisen ohne... Okay. Ja gut, dann ist alles gut. Dann haben wir das geklärt. Schauen wir mal, dass wir das Inventar leer kriegen. Und machen da mal weiter. Wenn er damit fertig geladen hat hier. Bei dem Inventar ist jetzt schon noch einiges hier. Titis Andromo, der Bankier. Was ist, wenn ich den anquatsche? Sprecht einen Moment mit mir. Ja, da kann ich auf meine Truhe zugreifen. Schön. Und die ist ja... Ich weiß nicht warum, die ist ja total leer. Was würde denn sich zum Einlagern noch lohnen? Also da muss ich so aufräumen, wenn ich mal wieder in irgendeine Werkzeugbank komme. Da ist einiges zum Aufräumen. Was ich da lassen... können täten würde, wäre der ganze Sums hier. Kann ich aber nicht. Okay, aber das. Und das war die Vorlage, die kann ich doch lernen, oder? Jawohl, sehr gut. So, nochmal. Hey, Bunky. Bunky Junkie. So, dann habe ich jetzt hier... Nein, ich kann das auch einlagern. Verbrauchsgüter. Ja, dann kannst du natürlich hier das da haben und das da haben und den behalte ich mal
Dann kann ich da auch rein tun, wenn ich es könnte. Material sowieso kein Problem. Das möchte ich nicht. Gefährtengegenstände, das will ich eigentlich verkaufen. Und beim verschiedenen. Was war das nochmal? Uhrwerke. Da gehe ich erstmal nicht hin, aber willst du nicht? Die kann ich kaputt machen. Das blaue wollte ich ja behalten. Die Schatzkarte interessiert mich eigentlich auch gerade nicht. Und Seelensteine behalte ich. Wohl habe ich keinen. Das ist doch schön. Das ist wunderschön. Also, jetzt nur noch schnell. Hier mal noch Sachen irgendwie. Wie wäre es denn? Diesen Zahnrad. Wie ist denn das mit der... Ah ja. Wir hatten das in dem anderen Haus. Ach ja. Das macht total Sinn. Wir legen das hier auf den etwas schiefen Tisch. Aber das gehört einfach so. Okay. Dann hatten wir da noch Galerie, das Gemälde eines Bachs. Wir brauchen auch sicherlich noch da ein Bild. Nein, hier ist schon was. Ja, okay. Das schaut doch perfekt aus. Dann das Gemälde mit Palme, das ist ein bisschen kleiner. Das kann dann hier hin. Das ist schief, aber das gehört genauso. Das ist gewollt schief. Ja, ist ja klar, oder? Dann haben wir hier diese Krypta-Überreste. Ausgemustertes Zeug. Krieg ich das hingelegt? Ich habe noch nicht. Gibt es da noch irgendwie eine Anleitung, wie ich das Zeug gedreht kriege? Ich hätte es gerne auf die Seite gelegt, aber ich kann es nicht. Ach, hier unten gibt es irgendwie vier. Ah, okay. Da muss man nur mal auf den Bildschirm gucken und schon ist alles easy peasy. 5, 6. Es liegt irgendwie nicht auf. T frei verschieben. Ja, genau. Das sollte ja aufliegen. Boah. Das darf man nicht runterrutschen, nur weil da der Tisch ein bisschen schief ist. So, Beeilung jetzt hier, den faktoten Rumpf, ja? Ah, ja. Er will überhaupt nicht auf dem Tisch. Achso, weil ich immer noch frei verschieben habe, wahrscheinlich. Ja, so, aber halt tatsächlich so, ja? Und vielleicht noch ein bisschen so, aber dann legen wir es hier unten hin. Bisschen höher, das ist auch aufliegt und dann sollte es vielleicht noch genau so. Ja. Ist nicht mehr viel. Geht schnell. Helme. Warum gleich zwei Helme? Den könnte man eigentlich an die Wand machen, ja. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne, das wollte ich nicht. Wollte schon so und dann irgendwie noch so. Und vielleicht noch irgendwie so und keine Ahnung. Das war so hell, man. Uno. Due. Und dann hatten wir noch ein faktoten Kniegelenke. Ja. Diese faktoten Kniegelenke sind riesig. Ja. Warum ist das so riesig? Hm. Gut. Dann ist das ja erledigt. Ich bin so froh. Beleuchtung, die Kerze. Das ist wirklich hell. Hier liegt auch schon so ein Swemer Zahnrad. Das finde ich gut. Dann
Haben wir noch das Lager? Das ist vor allem deswegen interessant, weil das kann ich ja wahrscheinlich auch nutzen dann. Also richtig, also gelb ist wahrscheinlich nicht so dolle und grün ist super oder wie? Coole Sache, Imgakin mit. Er hat hier. Ja, Sockes Garnbal. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Rotierendes Celestodrom. Ja, jetzt hätte ich noch Begleiter und drei Tiere, aber die habe ich nicht im Inventar, oder? Ja, dann lasse ich sie mal da, wo sie sind. Und möchte jetzt aber trotzdem mal auf meine Lagerkassette zugreifen. Und das bedeutet dann, dass ich was machen kann. Es ist nochmal eine extra Lagerstätte mit 30 Plätzen. Oh, wow. Das war mir ja gar nicht bewusst, dass es das gibt. Okay. Genug Zeit verbuchsbeutelt. Nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier. Da hinten ist der Ausgang. Der Innenbereich des heiligen Delin. Wie komme ich jetzt hier raus? Außenbereich des Kantons. Ja, da will ich nicht hin. Ich will eigentlich dahin. Kann ich aber nicht so runterspringen. Wie bin ich denn da vorhin runtergekommen? Achso, das ist ja eher verkehrt. Ich muss ja Richtung dahin. Ordinatoren. Ja, das sollte gehen. Hat sogar ein bisschen weh getan. Und dann war der Schrein hier ums Eck. Genau. Ja gut, dann könnten wir uns jetzt hier tatsächlich mal wegbeamen und zurück nach Steinfälle und hier mal alles auf Maximum kriegen. Und die Idee war ja die, dass wir den Inselturm hier machen. Und dann springe ich mal hier nach Ebenherz. Und schau mal, ob ich da nicht auch das Crafting auf die Reihe kriege. Beziehungsweise sollte ich hier mal ganz genau überlegen, was ich denn als nächstes machen möchte.